Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 27. Dezember. Die heutigen Tagesenergien zeigen sich wie folgt. Wir haben Anada wieder als erstes Symbol. Gestern war es, glaube ich, das zweite. Dann haben wir Anina. Und dann haben wir Carina. Wow, wie schön. Es ist so schön, wie sich das aufeinander aufbaut. Ich habe manchmal das Gefühl, uns wird wirklich so, dass das Riesenpotenzial gezeigt, die Bewusstwerdung, das Thema der nächsten Zeit. Und dann geht es so Stück für Stück und Stufe für Stufe um die Umsetzung. Und Anada war im Dezember, glaube ich, gar nicht so stark vertreten vor dem Durchgangstor, vor dem neuen Zeitalter, in dem wir jetzt ja nun schon mittendrin sind, seit einer Woche. Und Anada hilft uns wirklich, ich sage es nochmal, vollumfänglich in unserem Leben, in unserem Körper, im Hier und Jetzt anzukommen. Anada ist einfach die Erdung und ohne die Erdung, ohne die Erdung können wir nicht aufsteigen. Also der Aufstieg in die nächste Dimension, die Entdichtung unseres physischen Seins ist nur möglich dadurch, dass wir einfach voll und ganz im Erde, auf der Erde sind. Die geistigen Meister sagen immer, die Erleuchtung sitzt im Wurzelchakra. Und es ist klar, wenn der Strom keine Erdung hat, dann brennt die Sicherung durch. Und so geht es uns eben auch. Ja, wenn wir einfach nur in den Sphären des Lichtes umherschweben, ohne in der Erdung zu sein, dann kriegen wir diese Verschmelzung, über die ich vor zwei Tagen gesprochen habe, ja gar nicht hin, weil wir dann gar nicht gegenwärtig sind. Ja, es ist dann so, wie wenn wir Dinge eben nur im Traum erleben, aber sie eben nicht in unsere Realität kommen. Und worum es ja geht, wenn wir unsere neue Erde gebären, wenn wir das Licht in uns neu gebären wollen und uns ganz neu erschaffen möchten und wirklich diese Träume, die so viele Menschen haben, von Frieden und Harmonie leben möchten, dann ist das eben nur möglich, wenn wir in unserem physischen Körper anwesend sind. Nochmal meine Geschichte. Ich glaube, ich habe es dieses Jahr mindestens schon 100-mal erzählt. Ja, wenn der Postbote ein Paket uns bringt, was wir bestellt haben und keiner ist da, um die Tür zu öffnen und es in Empfang zu nehmen, dann kommt das Paket, was wir uns so sehr wünschen, nie an. Und Anada ist das, was die ewige Liebe und Güte reichlich in sich aufnimmt, das, was aktiv ist. Das bedeutet, ich muss mich entscheiden, eben hier zu sein, oder ich darf mich entscheiden und ich darf annehmen, ich darf empfangen. Ja? Wenn du ein Geschenk bekommst und du nimmst es nicht an, dann kommt es eben nicht zu dir. Oder wenn du jemandem ein Geschenk gibst und derjenige nimmt dieses Geschenk nicht, ja, weil er sagt, überleg dir mal so rum, ich bin nicht würdig für dieses Geschenk, nein, dafür bin ich nicht gut genug, das kann ich nicht annehmen, das möchte ich nicht annehmen, nein, das steht jemand anderem viel, viel eher zu als mir. Wie fühlst du dich? Ja, und so ist es eben mit der göttlichen Liebe und mit den all den Gaben, all den Geschenken, die für uns ununterbrochen da sind, das Licht, das immer zu uns strömt und dessen wir uns so oft so unwürdig fühlen. Ich kenne das von mir auch, ja, diese Koketterie, ich bin noch nicht so weit und all das. Und wenn wir aber wirklich dieses Geschenk, du bist so weit und du bist auserwählt, du bist ein unendlich geliebtes, göttliches Kind, ja, du bist dieser Wassertropfen in dem Ozean, der eine Wassertropfen, auf den es ankommt. Und wenn wir sagen, oh ja, bin ich wirklich dieser Wassertropfen, wie das wirklich ein kleines Kind sagt, und ich bin so gerne in diesem Ozean, dann ist die Verschmelzung nicht nur so leicht, sondern eine solch große Freude. Und die Basis ist einfach Anada, die Basis ist das Wurzelschaft, Chakra, die Basis ist einfach das auf der Erde sein. Und die Erde ist so ein schöner Ort, an dem wir eben diese Erfahrungen machen können. Und ja, vielleicht ist es auch manchmal schön, dass wir vieles vergessen haben, weil wir es wieder ganz neu erfahren und erleben können. Ja, wie ein kleines Kind die Welt entdeckt in all ihrer Schönheit. Die Kinder sind einfach präsent. Ja, und Anada hilft dir wirklich, all das aufzulösen und zu heilen, was dich daran hindert, in der Erdung zu sein, die Erdung anzunehmen, die Liebe und Güte reichlich in dir aufzunehmen, wenn das Urvertrauen verloren gegangen ist, in die Liebe, in die Erde, in den Planeten, in alles.
dann fehlt einfach, ja, dann fehlt das Urvertrauen und dann ist statt Urvertrauen Kontrolle und ein ständiges sich anstrengen und nicht mehr ausruhen können gegeben. Und wenn das fehlt, dann fehlt eine Fähigkeit. Das ist ja wie wenn in der Badewanne der Stöpsel fehlt. Ich zögere immer so ein bisschen, weil ich die Dinge so oft gesagt habe schon. Aber ich weiß, es tut immer wieder gut, auch mir selbst sie zu hören. Und es sind ja auch so viele Menschen immer wieder neu dabei. Ja, und wenn ein Teil der Seele fehlt, dann muss der zurück wie der Stöpsel in der Wanne und dann können wir ein Vollbad nehmen und uns in diesem wunderbaren Leben, auf diesem wunderbaren Planeten wirklich sicher und geborgen entspannen und wohlfühlen. Und dabei unterstützt uns Ananda und dann kann Anina ist im Prinzip das höhere Erdungssiegel. Anina ist die göttliche Urkraft, das vollkommene Licht in freudiger Verschmelzung mit dem Kosmos. Mit Anina verschmilzt du quasi dein höchstes Bewusstsein, dein höchstes Seelenbewusstsein, dein Einheitsbewusstsein, eben bewusst mit dem Planet, mit allem, was ist und bringst dieses Licht auf die Erde. Und dadurch, dass einfach diese Verbindung hergestellt wird, energetisch hebst du den Planeten automatisch hoch. Und dadurch, dass du dein Licht erdest, bist du automatisch in deiner Berufung, weil du bist wie der Baum, ja, der einfach auf die Erde gekommen ist, um Baum zu sein. So bist du auf die Erde gekommen, um das Licht zu sein. Und wie du das ausdrückst, das liegt einfach schlicht und ergreifend an dem, was dir Freude macht. Und das findest du heraus durch die Erdung, nicht durch Nachdenken, sondern durch die Erfahrung. Aber es ist die doppelte Erdung. Es ist nicht nur die Erdung deines physischen Körpers und das bewusste Entscheiden wie bei Ananda für dieses Leben, sondern es ist die Erdung deines Seelenbewusstseins. Und wenn du deine Göttlichkeit sozusagen erdest, dann kommt das Erinnern automatisch. Dann kommt dieses Erinnern und dieses Erfahren von dem, wonach wir uns sehnen, ja, was ja unsere sowieso in unserer Erinnerung vorhanden ist, das kommt in unser Bewusstsein und das ist das Schöne. Und dann können wir wirklich diese göttliche Reinheit im physischen Körper erleben und immer mehr in diese Verschmelzung gehen und fröhliche Wassertropfen sein, die sich so sehr freuen, dass sie der Ozean sind und immer wieder nehmen sie sich als Wassertropfen wahr und machen eine Erfahrung, ja, von Verdunstung oder vielleicht indem sie mit einem anderen Wassertropfen zusammenknallen oder indem irgendwie, ja, sie mal ganz vergessen, wer sie sind, um wieder in diesen Ozean einzutauchen. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld wirklich der, ich nenne es jetzt einfach mal, der geerdeten Spiritualität, will ich jetzt mal sagen. Das ist so ein blödes Wort, Spiritualität, des geerdeten All-Eins-Seins, ja, des geerdeten All-Eins-Seins, das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Ananda, Om Anina, Om Karina, Om Ananda, Om Anina, Om Karina, Om Ananda, Om Anina, Om Karina, Om Ananda, Om Anina, Om Karina. Ich wünsche dir einen wundervollen, reich gesegneten Tag voller Erdung mit deinem Alleinsein. Und wenn dir der Impuls gut tut, dann freue ich mich sehr über dein Gefällt mir. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.